Ja, nachdem wir in der letzten Folge ja hier diesen Pool entleert haben im Raccoon City Park oder in dem Park hier, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch Raccoon City ist, ich glaube schon. Ja, werden wir uns mal jetzt hier in diese Luke begeben, was auch immer da passieren wird, ich weiß es nicht mehr, schon zu lange her. Und ich bin gespannt, was auf uns hier wartet. Sind in einem Abwasserschacht. Rotes Wasser ist hier drinne. Oder soll es braun sein? Lauf! Irgendwas bricht hier, stürzt hier ein. Ach, das sind nur Schlangen. Verdammt, kletter, 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 kletter. Ah. Das sind Egel oder sowas. Guck mal, der hat sich da vollgesaugt mit unserem Blut. Scheiße. Habe ich jetzt natürlich eine Granate für verschwendet, aber egal. So, jetzt sind wir wieder im Park rausgekommen, aber an einer anderen Stelle. Auf einem Friedhof. Wow! Ach du Scheiße! Hier graben sich die Toten wieder aus dem Boden aus. Das ist ja freaky. Nehmen wir doch mal hier dieses Sturmgewehr wieder, damit treffen wir besser. Wieder welche. Das ist ja sehr echt heftig, dass sie sich hier ausgraben, hätte ich nicht gedacht. Es gab schon mal so eine Szene in Code Veronica X, wo sich Zombies gerade gleich sogar am Start des Spiels aus der Erde ausgegraben haben. So, die strecken wir mal nieder. Der Kollege da lebt noch. Zack, zack. Und hier haben wir auch rote Kräuter. Das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Weil wir haben ja in der letzten Folge mal wieder grüne Kräuter gefunden, nach langer Zeit. Und jetzt können wir die hier wirklich effektiv kombinieren. Und haben jetzt erstmal ordentlich Mische gemacht. Damit können wir uns heilen. Ich weiß nicht, ob man das auch rauchen kann. Wahrscheinlich nicht. Naja. Gut, hier sonst nichts weiter. Große Grabsteine hier. Können es sogar durchlesen, wer da gestorben ist. Alfred Cones. 23 bis 86. 86 übrigens mein Baujahr. Da bin ich geboren worden. Okay. Geht's hier mal weiter? Ja, hier geht's weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ja, doch. Hier geht's in diesen kleinen Schuppen rein. Okay, verschlossen. Raccoon City Cemetery, also die Zementfabrik oder was auch immer, gehört dieser Schuppen. Falls Cemetery das bedeutet, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Tja, dann sind wir hier wohl noch zum falschen Zeitpunkt an dem richtigen Ort. Also müssen wir wohl doch wieder erstmal in den Park und von dort aus zurück in diesen anderen Weg gehen, wo sie die Treppen runtergegangen sind. Müssen jetzt uns also noch mal an den Schlangen vorbeischlängeln, an den Egeln. Tja, also entschuldigt mich. Oh! Von wegen Egel, auf einmal sind hier überall dicke, fette Spinnen. Haut ab, haut ab, haut ab, lasst mich in Ruhe. Oh, scheiße. Ja, also wenn da schon drei Stück auf einmal kommen, dann sollte man da doch lieber die Flucht ergreifen.
Also ihr merkt ja sicherlich auch, dass ich jetzt hier gar nicht mehr so genau weiß, wo es lang geht. Es ist jetzt auch hier schon der hintere Teil des Spiels, den man natürlich nicht so oft gesehen hat früher. Ich habe es zwar oft durchgespielt, aber hier kann ich mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß nur, dass irgendwo hier in dieser Gegend das schwierigste Rätsel in der Resident Evil Geschichte irgendwo ist. Schnell laufen, nicht stehen bleiben, falls wir angegriffen werden. Und das ist der Weg, den wir beschreiten sollen. Ich hoffe, dass wir dort den Schlüssel finden. Und vielleicht ist das Rätsel dann ja auch schon da. Oh, das sieht aber irgendwie cool aus hier, ne? Mit dem Park und diesem Zombie da. Hallo. Kuckuck. Ja, du. Oh. Haha, kommst nicht näher, kommst nicht näher. Haha. Ja, das ist nicht lustig. Und noch einer. Naja, wir müssen aber echt zugeben, wir haben uns unser Sturmgewehr richtig gut eingeteilt. Ich meine, wir haben es seit Anfang an und haben da gerade mal so zwei oder drei Magazine gehabt. Wir haben immer noch was davon. Immer noch was davon. Ich glaube, wir haben einmal ein Magazin gefunden unterwegs. Ja, und wo es jetzt hingeht, keine Ahnung. Es sieht sehr dunkel aus hinter dieser Tür. Weiter in den Park hinein. Oh! Verdammt nochmal. Diese scheiß Hunter. Die haben verdammtes Glück, dass wir die überlebt haben. Zwei Stück auf einmal in so einer engen Umgebung. Wir müssen hier echt aufpassen. Die springen ruckzuck. Den haben wir erledigt. Gerade noch gesagt. Die springen ruckzuck um die Ecken. Man sieht sie gar nicht kommen und sie können einen mit einem Schlag töten. Das vergisst man immer mal wieder. Da vorne ein explosives Fass. Ein toter Söldner. Parkschlüssel. He's holding something. Oh, jetzt gibt's wieder was zum Lesen. Written order to seize supervisors. Mission requirements. Bravo 16-1. Obtain and secure sample of all the information preparating to the case. To this case. Observe and record combat data to the UBCS. Second, destroy all the evidence, including the medical facility that has the medical treatment data. Checkt sie erstmal kurz übersetzen. Also das Team soll alle Proben und Aufnahmen des Kampfes und alle Kampfdaten an die Umbrella Corporation zurücksenden und die sollen alle Beweise und auch die medizinische Station zerstören. Haben sie ja schon gemacht, das Krankenhaus haben sie in die Luft gesprengt. So, drittens, checkt sie Guinea-Pigs ability to accomplish the mission. Okay, Guinea-Pig ist übersetzt Meerschweinchen. Check das die Meerschweinchen-Funktionalität, ob die Mission, um die Mission zu beenden, ist wohl irgendein Codewort, muss man jetzt nicht verstehen. Okay, once your mission is complete, evacuate this area. Remember that you must not help anyone who is not a supervisor. Nor bring anything back that might be traced to where it belongs. Ja, du musst nicht jedem helfen, bla bla bla. Gut. In den Mülleimer gucken, vielleicht liegt da ja noch was. Nee.
Es regnet übrigens hier weiter im Spiel. Während wir hier rumlaufen, ich lese mir das hier mal durch. Nee, ich will nicht kombinieren, ich will den checken. It's a key given from the mercenary. It says Raccoon Park Graveyard. Okay. Das ist wohl der Schlüssel, den wir da hinten brauchen am Friedhof. Graveyard. Nichtsdestotrotz schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Noch ein toter Söldner. Oh, Magnum Bullets. Die sind wertvoll. Gleich 12 Stück. Ah, okay. It's the rear gate of Raccoon Park. It's locked. Ist verschlossen, der wird hier wohl nicht funktionieren. Gut, ich weiß schon, worauf das hinauslaufen wird. So, wir nehmen jetzt hier den einen Grünkräuter, der ist nämlich perfekt, um unseren Gesundheitszustand wiederherzustellen. Wir werden bestimmt jetzt in diesen Friedhofs... der zuckt noch. Schnell weg. Diesen Friedhofsschuppen gehen da hinten und da wird das wahrscheinlich dieses Mega-Rätsel kommen, was ich angesprochen habe. Was richtig schwierig zu lösen ist. Da habe ich, glaube ich, tagelang dran gesessen früher, bis ich die Lösung dann irgendwie mal geschnallt habe. Irgendwas mit Wasserproben muss man da machen und irgendwelchen Laborwerten. Und ja, ich glaube dann... Renn hier mal oben lang. Ist auf der Hut sein. Ihr könnt überall diese blöden Hunter wieder reinspringen. Und wir dürfen auch Nemesis nicht vergessen, der immer mal wieder gerne mal vorbeischaut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? So. Jetzt hier wieder runter. Oh, jetzt sind ja die Spinnen da. Jetzt haben wir den Granatwerfer, damit werden wir die jetzt grillen. Ja, da wo dieser, genau, wo dieser Schuppen ist, da werden wir dann bestimmt den Schlüssel kriegen. Bam! Der hat gesessen. Dort werden wir bestimmt den Schlüssel kriegen, um da hinten weiterzukommen. Jetzt komme ich auch mal endlich zu einem Abschluss. Lauf! Scheiße. Ich treffe diese Missgeburt nicht. Dafür die andere. Zum Glück sind die Schlangen weg, haben bestimmt die Spinnen gefressen. Ja. Haben wir auch diesen Korridor hinter uns gelassen. Wieder auf das Sturmgewehr wechseln. Wir haben ja hier oft mit Zombie-Aktivität zu tun gehabt. Tada, es funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Alter Schuppen. Sieht hier echt sehr atmosphärisch aus. Müssen alles mal unter die Lupe nehmen hier. Maintenance pool are placed here. Wartungswerkzeuge. Will you take the iron pipe? Yes. Wir haben also eine Stahlstange mitgenommen. Und hier liegt auch nochmal Waffenpulver. B. B ist wertvoller als A. Nehmen wir mal mit. Können wir jetzt natürlich so nichts viel mitmachen, aber wenn wir es in die Kiste legen, dann schon. Hier ist also ein Kamin und man merkt den Kaminzug. Tja, sonst ist hier wohl nichts. Na, dann untersuchen wir das doch mal kurz.
Das ist also ein Stahlrohr für Gasleitungen. It's long enough to use as a prey. Das kann man als Hebel benutzen. Okay. Also das von mir erwartete Rätsel ist hier also erstmal nicht am Start. So. Ein Safe Room, yeah. Naja, wir könnten höchstens versuchen, mit der Stange irgendwie da hinten dann dieses Schloss aufzumachen oder so, ne? Das wäre eine Möglichkeit. So, jetzt müssen wir erstmal hier nochmal ein bisschen das sortieren hier alles. Hier könnten wir auch Munition herstellen, aber ich glaube, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt machen. Das Erste-Hilfe-Spray packe ich hier mal wieder mit rein. Und das behalten wir im Inventar. Ja, nehme ich nochmal das Farbband wieder mit. Ink Ribbon. Hier sind irgendwelche Kürbisse. Pumpkins. Ja, das ist. Ja, müssen wir wohl versuchen, das Schloss damit irgendwie aufzuhebeln, ja. Bleibt uns nichts anderes über. Mal speichern nochmal. Graveyard, Friedhof. Jo. Alles klar. Gut. Ja, und wie das dann weitergeht, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Vielen Dank und bis dann.